Der Bericht, der brillante Bericht, der der UNESCO-Generalkonferenz vorgestellt worden, Owe. Entschuldigung. Gut, dann machen wir es ganz kurz. Cinque minuti. Also, jedenfalls, die Spanier haben durch den Terroranschlag im März 2004 sind sie geschockt gewesen. Und der Premierminister ist dann in diesem Schock zur Generalversammlung in New York gefahren 2004 und hat gesagt, bitte, wir dürfen uns nicht in einen Konflikt hineinziehen lassen, Islam gegen den Westen, sondern wir müssen miteinander eine Allianz bilden gegen jene, die uns terrorisieren. Und hat vorgeschlagen, eine Allianz der Zivilisationen zu gründen. Da war er noch allein. Dann hat er sich geändert, warum nicht die Türken? Wir sind beide Brückenländer zwischen der islamischen und der christlichen Welt. Fahrt dann nach Ankara und überzeugt den Präsidenten der türkischen Regierung, sein Kernpartner zu sein, und beide dann, Erdogan und Zapatero, gehen zum Generalsekretär, und der Generalsekretär sponsert, ohne Groschen, die Gründung der Allianz der Zivilisation. Auch das Erste, und das ist typisch für die Global Governance von heute, man schafft ein High-Level-Panel von Menschen, genauso wie das vorher der Generalsekretär gemacht hat, und die müssen einen Bericht vorlegen. In dem High-Level-Panel saßen einige der Leute, die schon im früheren Panel waren. Und ja, weil es ist das Thema, man braucht einen Rabbiner, man braucht einen Imam, man braucht und so weiter, und die waren dann alle in dem Bericht. Und der Bericht war sehr interessant, ist aber, weil er sich ein bisschen auch auf den Nahostkonflikt fokussiert hat, ist er von den Amerikanern sehr scharf kritisiert worden. Dennoch, es gab keinen Stopp. Sondern der Generalsekretär hat dann beschlossen, er nennt einen High Representative für die Allianz der Zivilisationen. Wen hat er im Auge? Bill Clinton. Gut, mit der Haltung der Amerikaner war das für Bill Clinton dann nicht mehr möglich. Er sagt, nein, danke. Und der Generalsekretär ernennt den früheren Präsidenten Portugals, José Sampaio. José Sampaio zum High Representative. Und damit ist das erste Organ geschaffen. Dann ein Sekretariat, in dem heute 15 Mitarbeiter tätig sind, ein Direktor, ein Belgier, der Marc Scheuer. Und dann beginnt der Prozess. Zuerst mit einem informellen Kollektivorgan. Gruppe der Freunde heißt das. Group of Friends. Das hat mit 28 Staaten begonnen. Heute sind es 105 Staaten. Und dann hat man internationale Organisationen zugeladen, weil wir auch, das ist eigentlich, dieses Meeting der Group of Friends ist ein intergouvernementales, befindet sich auf intergouvernementaler Ebene. Da nimmt die Zivilgesellschaft nicht teil. Und die internationalen Organisationen haben ja auch Völkerrechtsstatus. Und da sind 25 internationale Organisationen, die heute dort mitarbeiten. Diese Group of Friends treffen sich zwischen 3- und 4-mal im Jahr, eigentlich 2-mal auf Ministerebene, und zwar am Rande der Generalversammlung in New York und am Rande des nächsten Organs, nämlich des Forums. Jedes Jahr nach Möglichkeit, in den letzten 3 Jahren war das so, und jetzt eben am Wochenende beginnend, das 4. Forum der Allianz der Zivilisationen, das auf der Ebene von Staats- und Regierungschefs und Ministern stattfindet. Okay, vielleicht für die Organe fertig. Dann, um das Programm zu finanzieren, wird ein Fonds geschaffen. Mit freiwilligen Beiträgen. Die Allianz hat bisher 4 Berichte vorgelegt und in den letzten 3 wird immer darüber gejammert, wie wenig Geld eingezahlt wird.
Wie groß ist das Budget der Allianz? Es begann mit 2 Millionen Dollar. Heute sind wir bei 4,5 Millionen Dollar. Das heißt eigentlich etwas, was die Stadt Wien sich jederzeit so nebenbei leisten könnte. Aber das ist auch die Wirklichkeit der Global Governance. Wenn es dann um die Umsetzung geht, fehlt das Geld. Aber die Ideen werden immer kräftiger, das Commitment immer kräftiger. Vielleicht nur als Abschluss die 4 Kernprogramme, die derzeit umgesetzt werden. Das erste ist Medien. Und es geht darum, die Medien zu befähigen, über diese sozietale Agenda unseres Jahrhunderts qualifiziert zu berichten. Das zweite ist Jugend. Jugendarbeitslosigkeit und Jugend als Träger der Zukunft. Auch in der Förderung, da ist auch ein eigener Fonds geschaffen worden, um für Jugendorganisationen, die sich mit der Agenda auseinandersetzen, Geld zur Verfügung zu stellen. Bis zu 30.000 Dollar pro Organisation. Das dritte ist Bildung, ganz klar. Auch da geht es eben um das Vermitteln von Werten, Visionen und Wissen. Und das vierte ist das Thema der Migration und Integration. Um auch hier Regierungen und alle Ebenen der Governance einzubinden. Das ist interessant, dass wir jetzt eben auch entdeckt haben, wir brauchen die Bürgermeister. Und die Bürgermeister sind jetzt auch eingeladen am kommenden Wochenende in Doha am Forum der Allianz der Zivilisationen. Gut, so viel in 20 Minuten, I'm sorry.